Ja, hallo meine lieben Freunde, Malta ist wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Raid Shadow Legends Video. Ja, und heute habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch einfach mal eine Variante an, wie man dem Clan-Boss entgegenwirken kann. Clan-Boss sollte ja eigentlich bekannt sein, sind hier die schönen, ja, Dämonenlords, wie sie auf Deutsch heißen. Oder Demon Lord auf Englisch. Oder halt einfach für jedermann einfach Clan-Boss kurz. Und ja, eine Variante, die ich euch jetzt heute näher bringen wird, wie man den Clan-Boss erfolgreich, sage ich jetzt mal, entgegentreten kann, ist einfach der Counter-Attack. Oder das Counter-Attack-Team, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Ich gehe jetzt heute mal nicht in den Fight rein, weil jetzt wirklich sehen macht da nicht viel Sinn. Es ist sehr theoretisch das Ganze. Ich habe es auch selber bei mir noch nicht wirklich in die Praxis umgesetzt, das Ganze. Deswegen sind meine Zahlen in Anführungszeichen für mein Team. Also jetzt sitze ich hier im Brutal 4. Habe ich mit meinem Team in Anführungszeichen jetzt nur 21 Millionen knapp gemacht. Auf Nightmare. Mit drei Keys in Anführungszeichen nur 47.000. Die erfahrenen Leute werden sehen, okay, mit meinem Team ist da definitiv mehr rauszuholen. Liegt aber einfach an der Stat-Priorisierung dann im Endeffekt. Aber ja, es ist halt, denke ich mal, logisch beim Counter-Team, das ich euch heute vorstelle, ist es halt wichtig, einfach mal einen Champion zu haben, der Counter-Buff hat. Sei es entweder hier Schädelschmetterer oder hier wieder Kollege Eisbär Valkyrie hat. Was natürlich auch funktioniert, ist Märtyrer. Gucken wir mal, wo wir sie hier haben. Hier haben wir eine Märtyrer. Also ihr seht schon, es ist auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Ihr seht jetzt hier ziemlich viele Stahlschädel auch hier drinnen. Es ist, sage ich mal, solange man einen Counter-Attacker hat, die gängigste Variante, viel Schaden beim Boss zu machen, sage ich jetzt mal, beim Clan-Boss. Kannst du euch jetzt hier nochmal zeigen. Also ihr braucht entweder Schädelschmetterer, Skullcrusher auf Englisch. Einfach hier Stonewall, Counter-Attack, das ist wichtig. Oder ihr habt die gute Märtyrerin. Funktioniert auch hervorragend mit ihrem Counter-Attack, weil es halt drei Runden dann noch Cooldown hat. Und wir haben dann noch von den Barbaren die Walküre, die auch insgesamt auf drei Runden kommt. Ist von allen dreien der schlechteste, sage ich jetzt mal, weil ihr wirklich am meisten Bücher für sie braucht, damit ihr, sage ich jetzt mal, die Komposition spielen könnt, damit ihr auf drei Runden Cooldown kommt. Gut, das ist sozusagen die Grundeinheit oder das Grundgerüst ist einfach mal dieser Counter-Attack-Char. Dann, was braucht ihr als zweites? Als zweites braucht ihr Champions, die entweder einen Multi-Hit auf A1 haben und natürlich auch wie in anderen Skills. Es wäre sehr schön, wenn sie es auch haben. Dann wäre es auch nice, wenn sie vielleicht auf demselben Skill auch noch Gift haben. Da würde ich euch zum Beispiel einen guten Stahlschädel. Moment. Und Stahlschädel, ja. Der hat auf seinem A1 einen Doppelhit und noch eine Giftchance. Ja. Also, das ist schon sehr gut. Oder ihr habt wirklich nur Multi-Hit. Dann kann ich euch sagen: Okay, versucht es doch einfach mal mit dem netten Foley. Jetzt sage ich jetzt mal, Attack One Enemy 4 Times, Decrease Defense, ja. Also er greift viermal an. Das wäre dann ein Multi-Hitter, der wirklich nur Multi-Hit hat. Was man auch hernehmen kann, jetzt habe ich ein Epic und ein Legendary gezeigt. Was man auf jeden Fall auch hernehmen kann, von den Ra's ist auf jeden Fall, von den, ja doch, von den Ra's ist auf jeden Fall Apotheker, hat auch ein Multi-Hit auf dem A3. Dass die LP-Burn auf mal 1 haben. Da kennen die meisten ja hier, mal um ein paar Beispiele zu geben, den Dexter Bloodwyn, der hier HP-Burn auf seinem A1 hat. Ja. Gibt es aber wirklich auch als Ra's überall. Man kann zum Beispiel auch Cold Heart nehmen, die gute. Ihr kennt sie ja, ist zwar Void, aber halt auch als Ra, greift auch viermal random an. Ja. Das sind so diese Sachen, die man braucht. Ups. Also. Wir brauchen entweder einen Multi-Hit auf A1 und oder Gift auf A1 und oder LP-Burn auf A1 und oder, was besonders wichtig ist für die Late-Game-Sachen, einen ATK-Break bzw. einen Armor-Break auf A1.
was einfach das Late Game dann nochmal erleichtert, ja. Das ist so das Grundgerüst, wie man mehr Schaden dann rausbekommt. Natürlich guckt ihr, dass ihr entweder Kriegsmeister auf den Doppelhittern bekommt, sowas wie Stahlschädel oder Tywhale, die greifen wir nur zweimal an. Auf Mal 1, da guckt ihr einfach, dass ihr Kriegsmeister habt. Bei Cold Heart, Apotheker, Foley, guckt ihr, dass ihr Giant Slayer drauf bekommt, also Riesentöter von der Mastery her ganz unten. Dann ist es wichtig, dass ihr bei eurem Team eine richtige Reihenfolge habt. Wenn ihr jetzt noch einen Champion dabei habt, der Schwächung mitbringt, ist es natürlich auch sehr gut, weil Schwächung auch nochmal das Ganze verstärkt. Ist auch relativ wichtig. Und guckt einfach, dass ihr sie in die richtige Reihenfolge bringt. Das ist ganz wichtig. Können Sie es mal bei meinem Team sehen? Ich habe jetzt hier, gehen wir mal in Battle rein. Ich habe jetzt hier Septimus dabei, der noch ein bisschen Premium ist. Gehen wir gleich drauf ein. Stahlschädel, Tywhale, Steel Skull, also nee, Stahlschädel und Schädelschmetterer so rum und Langbart. Langbart bringt bei mir Schwächungsdebuff drauf. Es ist nicht der optimale. Gibt es auch bessere für, aber ist halt auch ein Legendary, deswegen, ne? Also man könnte genauso gut auch den Razin hernehmen, der ist auch nicht schlecht für Clan Boss, hat einen Dreifach-Hit auf Mal 1 und Schwächung und Armor Break auf Mal 2. Also auch nicht verkehrt für den Clan Boss. Den kann sich ja jeder fusionieren. So, wie gesagt, es ist das richtige Timing zu wissen. Man sollte wissen, was ich euch gleich auch sage, dieses Wissen, wie schnell der Clan Boss ist, den ihr angreift, in den verschiedenen Stufen. Okay, dann greifen wir jetzt einfach an, wenn meine Tastatur meint, wir greifen an. Also, es ist wichtig, dass man, sage ich jetzt mal, richtig dran ist in richtigen Stufen. Man sollte seinen, seht ihr jetzt hier, man sollte seinen Counter-Attack-Buffer immer vor dem Clan-Boss dran haben, damit der eben, bevor der Clan-Boss seinen ersten AOE macht, einfach den Counter-Attack-Buff drauf hat. Ja. Deswegen immer da gucken, dass man ein oder zwei Geschwindigkeit mehr als der Clan-Boss hat. Bei Clan-Boss 3 wären das 150 Geschwindigkeit plus. Das heißt, der Clan-Boss hat 150 Geschwindigkeit, dann guckt man einfach, dass ihr selber 151 Geschwindigkeit habt. Bei Clan-Boss 4 ist es 160 Geschwindigkeit, die ihr hat. Das heißt, ihr braucht über 160 Geschwindigkeit auf eurem Counter-Attacker. Und bei Clan-Boss 5 ist es 170 Geschwindigkeit. Und ihr, wer es erraten will, ja, in Clan-Boss 6 sind es dann 180 Geschwindigkeit, die man braucht. So, was heißt das Ganze? Euer Counter-Attacker braucht so knapp wie möglich am Clan-Boss dran eben die Geschwindigkeit. Also wenn wir jetzt hier bei Clan-Boss 5, bei Clan-Boss 4 sind, 160, wäre ideal 161 Geschwindigkeit. Einfach aus dem Grund, er macht seinen Counter-Attack, hält zwei Runden dieser Buff. Der Clan-Boss macht zwei AOEs in dieser Zeit. Danach macht er seinen Single-Target, weil seine anderen beiden Spells auf Cooldown sind. Ja, oder greift halt an. Aber war jetzt ein Fehler, hätte Counter-Attack sein müssen. Dann greift der Clan-Boss an, macht sein Single-Target. Dann habt ihr wieder euren Buff ready, dass ihr wieder Counter-Attack buffen könnt, sodass wieder beide AOEs wieder das gesamte Team treffen und ihr sozusagen komplett zurückschlagen könnt. Gut. Idealerweise ist euer Team davor dran, vor dem Counter-Attack-Buffer. Einfach aus dem Grund, weil euer Team ja erstmal Debuffs machen will. Ja? Ihr wollt zum Beispiel, gehen wir mal hier weiter, ihr wollt zum Beispiel von Langbart, sei es jetzt, oder von Tywhale Langbart zum Beispiel, der will erstmal seine Schwächung drauf machen, dass ihr da mehr Schaden macht. Ein Tywhale will erstmal sein Armor Break drauf machen. Ja? Aber um jetzt die ganze Konstellation nicht komplett auseinanderzubringen, man kann jetzt sagen, okay, wir packen jetzt einfach Speed auf die anderen drauf, dass sie schneller dran sind. Das ist der falsche Gedanke in dem Fall. Ihr müsst halt schauen, dass sie so nah wie möglich an eurem Counter-Attacker dran sind, aber halt noch ein bisschen schneller sind. Also gehen wir jetzt mal von Clan-Boss 5 aus, ja, oder Clan-Boss 6, Clan-Boss 4 meinetwegen. Das sind ja die meisten, denke ich mal. Ihr habt bei Clan-Boss 4, wie gesagt, 161 Geschwindigkeit auf eurem Counter-Attack. So, der zweite Held, der davor dran soll, kommen soll, nimmt dann einfach 162 bzw. 163 Geschwindigkeit, sodass er einen ganz kleinen Ticken vor eurem Counter-Attack-Buffer dran ist. Dann der nächste Held, wieder ein oder zwei Geschwindigkeit mehr,
dass er einfach so knapp wie möglich nur davor dran ist. Dann Hell 4 zum Beispiel, auch wieder zwei Geschwindigkeiten nur mehr. Also habt ihr zum Beispiel 161 auf den Counter-Attacker, 163 Geschwindigkeit auf den ersten, also auf den zweiten, 164 auf den dritten, 165 oder 166 auf den vierten und 167, 168 auf dem fünften Char, sodass die erstmal vor dem Counter-Attack-Buffer drin sind, dann der Counter-Attack-Buffer drankommt und dann erst der Clan-Boss drankommt. Sinn ist es einfach, an dieser Komposition den Counter-Attack-Buff so gut wie möglich auszunutzen. Ja, wenn ihr zu schnell seid mit dem einen oder anderen Char oder zu langsam, hat es die Folge, dass ihr dran seid. Ihr seht jetzt hier, der Buff, wenn ihr dran seid, geht ja um eine Runde runter. Und wenn ihr zu schnell seid, also viel zu oft dran seid, dann habt ihr den Buff schon wieder verspielt, bevor der Boss überhaupt angegriffen hat, sodass der Buff halt in dem Fall nutzlos war. Ja. Gut. Das ist halt die Geschwindigkeitssache. Da müsst ihr drauf achten. Was dann auch wichtig ist, ihr dürft in den Masteries nichts skillen, was euch Rundenmeter gibt. Ja, also sei es Rundenmeter bei Ablauf eines Debuffes, sei es Rundenmeter bei Ablauf eines Buffes, sei es Rundenmeter, wenn ein Champion mehr als 25% seines Lebens verliert. Solche Geschichten dürft ihr nicht skillen im Skillbaum, weil einfach dann diese Komposition kaputt geht. Ihr seht es bei mir, da tickt manchmal auf Rundenmeter-Cooldown oder Rundenmeter-Steigerung. Das bringt diese Konstellation ins Schwanken und macht das Timing komplett kaputt. Also achtet darauf, dass ihr in dem Falle solche Sachen nicht skillt bei euren Champions. Ansonsten bei den Angriffs-Champions bzw. bei allen Champions könnt ihr Kriegsmeister und Giant Slayer, je nachdem, wie vorhin gesagt, skillen. Das ist relativ wichtig, macht viel Schaden. Auch beim Stahlschädel, beim Skullcrusher zum Beispiel, beim Schädelschmetterer, der auch nur einen hat, habe ich es trotzdem mitgeskillt, macht Schaden. Und die andere Sache ist, rüstet eure Champions komplett mit Vampir-Set aus. Ja? Komplett mit Vampir-Set, dann heilen sie sich selber durch ihre Procs. Das heißt, man braucht fast keinen Heiler mehr. Ich habe jetzt hier Stahlschädel dabei. Klar, er ist ein Heiler, aber eigentlich habe ich ihn nur wegen seinem Gift mit dabei. Und gut, kleiner Bonus, er heilt noch dazu, ja. Aber das ist nicht so die Hauptsache, die ich dabei habe. Gut. Dann, solche Chars wie Apotheker sind halt relativ schlecht dann doch leider in dieser Komposition, weil sie eben Speedmeter geben. Das wollt ihr halt, wie gesagt, nicht wirklich, weil ihr sonst das Timing kaputt macht. Ja, also guckt lieber, dass ihr solche Sachen wie Aota bekommt oder Eisherz, ja. Gibt mehrere Champions, die Double-Hits oder Multi-Hits haben auf dem 1, sei es Epic oder sei es Ra. Einfach mal gucken, was ihr so auf der Bank rumliegen habt. Aber wie gesagt, ihr braucht eh einen Counter-Attack-Char, dass ihr überhaupt diese Komposition spielen könnt. Und wenn ihr den schon gezogen habt, dann werdet ihr, denke ich mal, auch mehrere andere Varianten von Multi-Hittern auch noch mit dabei haben. Genau. So, genau. Vampir-Set haben wir schon angesprochen gehabt. Auf jeden Fall mitnehmen. Dann schauen wir mal, was wir für Werte brauchen. Ja? Also Geschwindigkeitswert haben wir schon, sag ich jetzt mal, abgehandelt. Da wissen wir, welche Werte wir brauchen. Bei der Genauigkeit ist es dasselbe, plus 10 Punkte weniger, ja? Die ihr braucht im etwa. Das heißt, wir brauchen bei Clan Boss 3 brauchen wir in etwa 140 Genauigkeit. Mehr ist besser natürlich. Bei Clan Boss 4 brauchen wir 150 Genauigkeit. Und bei Clan Boss 5 160 Genauigkeit. Und bei Clan Boss 6 170 Genauigkeit plus. Mehr ist immer besser, ihr kennt's. Das ist aber jetzt so ungefähr der Richtwert, den sich die Community rausgefunden hat, wann und wie jetzt der Clan Boss dann da definitiv den Debuff bekommt. So, ansonsten brauchen wir Lebenspunkte, Prozent, Death Prozent, Crit-Quote und Crit Damage. Ja. Leben und Death sollte klar sein, ihr wollt so lange wie möglich hier überleben. Ihr seht jetzt schon, weit gut 10 Minuten, müssen ein bisschen was abziehen wegen dem Stillstand vorhin. Aber ihr seht schon, es geht ein bisschen eine Weile, sage ich jetzt mal, ja, weit. Das ist halt so das Wichtige: Lebenspunkte und Defense. Dann Crit-Quote und Crit Damage. Auch wichtig.
ihr wollt diesen Extraschaden in Anführungszeichen mitmachen. Es ist schön und gut, wenn man Angriffskraft auf Champions packt, dass sie mehr Schaden machen, aber es ist einfacher, die Crit-Quote einfach voll zu machen und somit den Schaden da einfach permanent zu verdoppeln. Ja? Ob ihr jetzt ATK draufpackt und dann halt nur ein bisschen was steigert oder halt einfach Crit-Quote und Crit-Damage drauf zu packen, was den Schaden halt einfach verdoppelt durch Crits. Da einfach gucken, hey, jeder Champion sollte annähernd immer critten und am besten halt etwas höher critten als normal. Das heißt, ein bisschen auf die Crit muss auch noch gehen. Der Fokus hier liegt dann allerdings auf Leben und Death, weil ihr einfach lange überleben wollt. Ja, den meisten Schaden kommt dann wirklich durch Kriegsmeister und Giant Slayer bzw. über die Gifts raus. Also was ihr dann mitnehmen wollt auf die Handschuhe, wäre Defense-Prozent oder LP-Prozent. Wenn ihr es mit dem Substats echt gar nicht mit Crit-Quote schafft, dann nehmt halt auf die Handschuhe Crit-Quote. Auf der Brust wollt ihr Defense oder LP. Wenn ihr es wirklich auch nicht schafft, mit Banner und sonstigen an die Genauigkeit ranzukommen, nehmt ihr halt auf der Brust Genauigkeit. Ja? Schuhe, Geschwindigkeit, um auf die nötige Geschwindigkeit zu kommen natürlich. Banner, Genauigkeit, um halt auf die Genauigkeit zu kommen. Als Kette sollte ja klar sein, im Idealfall Crit Damage. Sei denn, ihr werdet wirklich zu früh, dann könnt ihr da auch entweder den Damage oder entweder die LP oder die Defense mitnehmen. Dann noch als kleiner Hinweis: den Counter-Buffer nie als Lead nehmen, weil der Clan-Boss ganz gerne mal den Lead stunt. Ist jetzt bei Stahlschädel nicht so schlimm. Bei Schädelschmetterer nicht so schlimm, weil der ja selber seine Debuffs runternehmen kann. Aber bei Märtyrer und bei Valkyrie wäre das dann doch schon schade. Genau. Die Geschwindigkeiten sollten halt keinen großen Unterschied betragen. Es sollte wirklich innerhalb von diesen 15 Geschwindigkeitspunkten mehr oder weniger jetzt sagen, dass alle Champions dran sind. Weil sonst überholen sie sich gegenseitig irgendwann mal. Ja, das ist in der Runde 1 ist es noch gar kein Problem, sage ich jetzt mal. Aber in Runde 2 und in Runde, also in, nicht in Runde 2, aber dann irgendwann mal Runde 12, Runde 20, je nachdem wie lange ihr dran seid. Irgendwann mal macht dieser kleine Geschwindigkeitsunterschied dann sich doch bemerkbar und dann funktioniert das mit den Buffs halt dann doch nicht. So, als kleiner Zusatz noch, falls ihr einen Champion habt, sei es Vizier, sei es Septimus, sei es Warlord, den was keiner hat, nehmt diese mit ins Team. Okay. Genau, nehmt diese mit ins Team. Einfach aus dem Grund, sie verlängern die Debuffs. Wir können es uns jetzt hier mal beim Septimus anschauen. Seine Passive ist, jeder Angriff von ihm hat eine 30% Chance, einen Debuff oder alle Debuffs auf einem Target um eine Runde zu verlängern. Ja? Das Ding ist, bei Septimus sind das nicht wirklich alle Debuffs. Ich habe es im Clan-Boss getestet. Er macht teilweise nur einen, teilweise fünf, teilweise alle Debuffs, die er verlängert. Aber das ist halt so diese Sache, solche Champions, falls ihr sie habt, gibt es im Moment nur als legendär, beziehungsweise es gibt auch einen Zwerg, der Bulwark hier, der hat, wenn der Clanboss euch angreift, oder besser gesagt ihn angreift, gibt es eine Chance, dass er die Zeit von allen Debuffs um eine Runde verlängert. Den kann man an sich auch mit reinnehmen, wenn man halt keinen von den anderen hat. Er hat jetzt nicht wirklich, er hat sogar einen Double-Hit auf Mal 1, was auch sehr schön ist, und einen HP-Burn. Das heißt, der ist relativ nice, auch wegen Beacon. Den könnte man bauen auf jeden Fall, wegen der Debuff-Duration. Im Moment relativ overpowered ist allerdings dann der Vizier. Das muss ich nur kurz finden. Dürfte er hier sein. Weil er einfach mit seinem A1, er greift dreimal an und jeder Hit hat 35% Chance, Duration zu erhöhen von den Debuffs. Was halt im Moment relativ overpowered ist mit Vizier, sage ich jetzt mal. Also diese Chars, falls ihr einen von diesen habt, mit reinnehmen, einfach weil sie die Zeit der Debuffs verlängern und das macht so viel aus, dass ihr da wirklich sehr viel mehr Schaden rausbekommt. Also wir fassen einfach nochmal zusammen. Wir wollen die richtige Geschwindigkeit haben, wie ich sie gesagt hatte.
Wir wollen die richtige Genauigkeit haben, wie ich sie gesagt hatte. Und ansonsten wollen wir gucken, dass wir das Team aufeinander abgeschmeckt haben mit Vampir-Set und dann gucken, dass wir es so tanky wie möglich hinbekommen haben. Ja. Ansonsten ist das eigentlich schon alles, sage ich jetzt mal. Das Wichtigste ist wirklich, ihr braucht einen Counter-Attacker. Ihr braucht ein, zwei richtige Chars, die Rollen erfüllen, aber da gibt es mehrere Alternativen für. Und ihr müsst einfach länger überleben. Und dann kommt ja auch ordentlich viel Schaden bei rum, auf jeden Fall. Und da könnt ihr auch KL mitnehmen, rein theoretisch. Und solche Geschichten, ja. Das ist nicht verkehrt. Solche Champions, die halt schwierig reinpassen, sind Julianna, Apotheker, weil sie sich selber halt Rundenmeter-Buffs geben und solche Sachen. Das ist relativ schwer dann zu handhaben. Aber ja, das war's an sich auch jetzt dann schon zu dem Counter-Attack-Lamboss. Ich werde dann jetzt, denke ich mal, gleich noch die Alternative zeigen, beziehungsweise im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch geholfen oder es wird euch helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind halt wirklich nur diese Stats, auf die man achten muss bei der Sache. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr, lasst ein Like da. Falls ihr jetzt schon ein oder zwei Videos von mir gesehen habt und noch nicht abonniert habt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch ein Abo dalasst. Und dann würde ich sagen, bis dahin, euer Malta. Macht's gut.